Eins hatte die analoge Schwarz-Weiß-Umwandlung der digitalen bisher immer voraus. Im Labor konnte man die Empfindlichkeit, also die Helligkeit einzelner Farbtönungen, verändern. In der digitalen Welt ging das bisher nicht oder nur sehr schwer. Das Warten hat jetzt ein Ende. In Black & White Project 4 könnt ihr die Empfindlichkeit, also die Lichtstärke einzelner Tonungen auch digital verändern. Das Zauberwort heißt hier spektrale Empfindlichkeit. Ich bin Markus Bauer und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ihr öffnet in Black & White Projects wie gehabt ein Bild, das ihr verändern wollt. In diesem Fall diesen gefährlichen Biker. Als Preset wird natürlich hochwertig ausgewählt. Ein Klick auf die rechte Maustaste zeigt das Originalbild. Ich möchte jetzt die Farbtönungen des Hintergrunds, also die Grüntöne und die Gelbtöne und die roten Schutzbleche und den Tank, noch etwas in seiner Intensität verändern. Dazu geht's ab in die spektrale Empfindlichkeit. Die Rottöne der Metalloberflächen sollen etwas mehr hervortreten. Dazu dunkle ich das Ganze etwas ab. Ihr seht schon, wie sich das Bild verändert. Und zwar so, dass nur die Rottöne wirklich verändert werden. Im Gesicht, die Hauttöne, die Jeans, bleibt alles gleich. Jetzt noch den Hintergrund etwas abdunkeln. So, grün auch etwas raus. Und fertig. Ihr seht, das Bild wirkt so wesentlich plastischer. Man könnte es fast einen gewissen 3D-Effekt nennen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß mit der spektralen Empfindlichkeit von Black & White Project 4.